Herzlich willkommen zu Donkey Kong Country Returns. Ah, hört ihr diese Musik? Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt. Seit fast 5 Jahren möchte ich das schon aufnehmen, hatte bisher nie die Gelegenheit dazu. Jetzt spiele ich das auf dem Dolphin-Emulator, aber mit einer originalen Wiimote und einem Nunchuck. Die Wiimote ist golden aus der Zelda-Edition Skyward Sword, auch wenn das Spiel an sich selbst nicht so besonders war, wie ich finde. Aber die Wiimote sieht schön golden aus, die nutze ich jetzt. So 2010, ich habe das Spiel auch 2010 gespielt, auf der Wii, das erste und einzige Mal. Habe es auch nur zu 100%, glaube ich, gemacht. Es geht ja bis zu 200%. Hier habe ich gerade mal kurz das erste Level geschafft, also als Test, zur Testaufnahme. Und das Feeling war direkt wieder da. Boah, diese Musik. Herrlich. Ich bin ja sowieso ein großer Freund der Donkey Kong Country Reihe. Abgesehen vom dritten Teil vielleicht, der ist ein bisschen einfach. Und den Teil auf der Wii U habe ich noch gar nicht erst gespielt, weil ich keine Wii U habe, aber die anderen 3 Teile mit dem hier sind richtig genial. Gut, fangen wir das Game 2 an. Damit wir nicht alles mit Zulabern verbringen. Audio, was haben wir denn da Schönes? Ja, 100 ist immer gut. Audio Control. Ja, das laber nicht zu. Dafür gibt es auch noch irgendwie so Bilderbücher oder so, die ich mir nie angesehen habe. Und werde ich jetzt vielleicht auch nur am Ende zeigen, dann werden wir noch sehen. Ja, genau, hier, die Image Gallery. Und die Music Gallery. Da gibt es ganz viele Galeries. Die will ich mir alle noch nicht ansehen. Irgendwann mal. Gut. Ein Player. Es geht auch 2 Player. Ich glaube, das macht aber nicht so viel Spaß wie bei den ersten 3 Teilen. Weil man nur. Der 2. Player hat halt Diddy und der ist da irgendwie nicht so besonders in diesem Teil. Denn die Hauptperson ist wieder Donkey Kong. Nachdem er im 2. und 3. Teil einfach nur entführt wurde immer. Endlich mal wieder Donkey Kong am Start. Schön. Schauen wir uns erstmal den Vorspann an. Werden es wieder Kremlings sein, die unsere Bananen oder unsere Freunde entführt haben? Leider, leider nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Coole Voodoo-Männer. Tiki-Taki. Tiki-Taka. Aus Spanien. Machen wir jetzt das Land unsicher. Wow. Der hat nicht gut gefrühstückt. Ah ja, und die traumatisieren jetzt alle Tiere. Hypnotisieren die. Ich weiß gar nicht, warum sie das machen, die Girasche. Ich weiß gar nicht, warum sie das machen. Mal gucken, ob das irgendwann erklärt wird. Ach so, natürlich, für die Bananen wieder. Ja, aber diese Story finde ich besser, als wenn irgendwelche Affenfreunde entführt werden von einem King K. Rool, den es hier zum ersten Mal nicht gibt. Sehr traurig. Ich frage mich, ob es ihn bei der Wii U gibt. Muss ich mich mal informieren. Oh, Diddy. Nintendo-Kappe. Schleichwerbung. Nein! Was hat er eigentlich in seinem Rucksack drin? Ah ja, das werden wir noch sehen. Das kriegen wir bald raus. Hä? Das ist so genial, der Affe. Boah, mit seiner Krawatte. Nicht, Donkey, nicht! Was? Keine Wirkung. Der ist so doof, der Affe. Wie ich schon guckt. Yay, und jetzt kann's losgehen. So, jetzt darf ich gleich zum Beginn. Meine Wiimote schütteln und den Nunchuck. Bis zum geht nicht mehr. Geschafft. Das war ja noch zur Zeit, wo die Wii relativ neu war. Obwohl, die gibt's schon seit 2006, glaube ich. Ungefähr. Aber auf jeden Fall wollten die da noch die Möglichkeiten sehr gut nutzen, also sehr viel nutzen, der Wiimote. Kann ich wieder rein? Ich wusste, dass ich das machen soll, weil es dafür gewöhnlich ein Leben gibt. Und den Ghetto Blaster von Diddy haben wir im 2. Teil gesehen. Aber die sind nicht sehr sauber hier. Schmeißen einfach die Bananenschalen rum. Aber immer die Krawatten hängen schön aufgestellt.
Ah ja, nach oben, um ins Haus zu gehen. Dieses Schwein werden wir noch öfter sehen. Das ist quasi unser Hilfefreund. Wenn wir irgendwo nicht weiterkommen oder irgendwas erklärt bekommen müssen, dann sagt er uns das. Gut, gucken wir mal in die Affenhöhle rein. Ah ja, die ein bisschen größer als im ersten Teil. Diese Puzzleteile gibt es, glaube ich, in jedem Level verschieden viele. Und wenn man die alle hat, gibt es eine Belohnung. Ich glaube, die Galerie wird dann dadurch aufgefüllt. Ich versuche alle zu kriegen und ich kann auch pusten, indem ich nach unten drücke und die V-Mode schüttel. Also nach oben und unten bewege. Ich schüttel sie ja nicht so wie ein Verrückter. Ich will auch nicht im Stehen, wie es manche machen. Wie die in der Werbung zum Beispiel. Ich sitze hier ganz normal. Ich kann nur nicht so schön zurückgelehnt sitzen mit den Füßen im Bett. Zugedeckt wie bei Mario. Kann übrigens auch geil rollen. Ohne Unterbrechung. Hier gerade nicht, aber draußen. Bei Mario konnte ich das schön, aber mit der Wii-Mod ist das nicht so toll dann im Liegen. Also sitze ich hier ganz normal. Gut, ihr sagt mir auch, wie man pusten kann. Und da ist meistens was drin. Wow, da oben können wir auch gleich hin. Gleich haben wir auch Diddy. Und so können wir auch schlagen. Das konnte er im ersten Teil auch. Das hatte man da noch nicht so wirklich gebraucht. Nur ganz selten. Und wenn man auf drei dieser Gegner hüpft, kommt immer so eine Münze. Und immer eine neue Münze, wenn man auf noch einen hüpft. Das ist sehr nützlich für später, wenn man diese Münzen dann braucht. Ich weiß gar nicht mehr, wofür man sie braucht, aber ich denke mal, hier werden Sachen im Shop wieder was kosten. Wurde ja im zweiten Teil leider eingeführt. Plötzlich kostet alles was. Davor war alles umsonst. Sogar die Tipps von Cranky. Und speichern. Speichern ist, glaube ich, aber kostenlos. Das kann man ja nicht bringen. Nicht in einem Wii-Spiel. Wii-Spiele werden ja sowieso immer ein bisschen einfacher gehalten. Einfach, weil man schon genug mit der Steuerung zu tun hat, um da reinzukommen. Ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad... das schaffe ich schon irgendwann. Vielleicht sollte ich auch erstmal Diddy holen, mit dem ist es dann leichter. Denn der Schwierigkeitsgrad ist recht angezogen eigentlich schon, finde ich. Beim ersten Mal spielen hatte ich durchaus meine Probleme. Aber ich glaube, wenn man das dann zum zweiten Mal spielt, ist das dann schon relativ einfach. Mal gucken, wie ich mich schlage. Ich habe immerhin etwa 5 Jahre nicht mehr dieses Spiel gespielt. So. Bauen wir mal die ganzen Statuen kaputt. Das Geile an diesem Spiel ist, die Kulisse ist super gehalten, obwohl es in 2D ist. Was heißt obwohl? Wir haben es ja absichtlich in 2D gehalten, um das alte Feeling zu bewahren. Es wäre schrecklich gewesen, wenn sie es in 3D gemacht hätten. Da schläft es doch. Und. Ah! Aber das Geile ist, die. Ich finde es schon geil aus, dass die ganzen Welten meistens irgendwann, früher oder später, einfach auseinanderbrechen. Die ganze Welt bricht auseinander. Die ganze Kulisse. Und das werden wir dann auch gleich sehen. Mal gucken, ob ich alle Puzzleteile kriege. Ich weiß gar nicht, ob die gespeichert werden. Wow, ein Riesenluftschiff. Da hauen sie wieder Bananen ab. Ob ich die noch kriege. Erstmal gehen wir hier rein. Das Puzzleteil noch. Und verschwinden wir. Ein Herzchen. Habe ich gar nicht gebraucht. Geht's da noch weiter runter? Nein. Aber ich will jetzt aufpassen. Oh, ich hab's gewusst. Natürlich hab ich das Herzchen schon eingesammelt. Ich Idiot. Aber das Coole ist, man hat hier 2 Herzchen. Das heißt, das sagt einem schon, dass dieses Spiel durchaus ein bisschen schwer sein kann. Für manche. So, noch ein Herzchen, gut. Denn in den bisherigen 3 Teilen hatte man keine 2 Herzchen, nur 1 quasi, das nicht mal angezeigt wurde. So, hier auf diesen Blumen kann man schon hüpfen. Das werden wir noch öfter machen. Hier sammle ich jetzt erstmal ein bisschen was ein an gelben Früchten. Mampf. Mal gucken, ob ich alle krieg, denn die Dinger gehen, glaube ich, gleich zu. Yay! Hey! Perfekt! Seht ihr jetzt alles schätzt auseinander? Und da gibt es sogar ein Puzzleteil für. Das habe ich gar nicht gewusst. Frosch, weg mit dir. Den rollen wir weg. Das Leben haben wir eingesammelt. Und da zoomt die Kamera raus. Das ist auch schön, das gab es in den ersten Teilen ganz schlecht nur. Holen wir jetzt erstmal, ist halt übrigens Speicherpunkt, ein Checkpoint. Also so gesehen das Mittelfass, was wir aus den ersten 3 Teilen auch kennen. Aber ich glaube, hier gibt es quasi mehrere Speicherstände, das ist auch ganz cool. Dann kann man die Level auch ein bisschen länger machen. Lang ist das Spiel sowieso, da werden wir noch viel Freude daran haben. Jetzt will ich aber das noch haben. Diesen Sprung gibt es auch immer noch. Dass man erstmal rollt und dann in der Luft quasi erst springt. Dann kriegt man auch so ein O. Irgendwann. Wenn man sich traut. Ich will nicht runterfliegen, aber ich habe hier gerade einen Speicherpunkt geholt. Ah, geklappt. Pong kann man auch wieder einsammeln. Mit den 4 Buchstaben. Dafür gibt es dann am Ende, wie immer, ein Leben. Ja, damit
Keine Münze, nur eine Bananenstaude. Gut, auch nicht schlecht. Wo ist Rambi? Das habe ich schon verraten, aber es gibt ihn wieder. Es war ja grauenvoll im dritten Teil, dass da so ein komischer Elefant stattdessen da war, der nur Wasser schießen konnte. So, hier rechts ist nichts mehr, außer hier vielleicht eine Münze. Und der Schwein sagt natürlich immer alles, was man tun muss, damit man noch ja weiß, wie es weitergeht. Ja, nicht selber rausfinden müssen. Und die ganze Welt verändert sich. Hat man auch noch ein bisschen andere Perspektive. Für Leute, die nicht so gute Augen haben, ist das vielleicht ein bisschen zu klein jetzt. Am besten mit der Windows-Lupe reinzoomen. Das geht mit Windows-Taste plus plus quasi. Also mit dem Pluszeichen. Windows-Taste und das Pluszeichen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Oder auch nicht. So. Gucken wir da noch. Hä? Habe ich schon aufgemacht. Gut. Ja, wie gesagt, das ist sehr klein. Ich habe gerade keine Windows-Lupe an. Da noch eine Münze. Ich will so viel holen, wie ich kann, aber wenn ich nicht 100% kriege in einem Level, werde ich das vielleicht später irgendwann mal machen, aber erstmal nicht. Ja, die schießen von selber die Fässer. Die sehen auch immer noch gleich aus. Also wer die ersten drei Teile kennt, dem wird hier vieles bekannt vorkommen. Aber erstmal kaputt machen alles. Das ist so echt, ich weiß nicht, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsteil inzwischen von Donkey Kong Country. Obwohl ich das einmal richtig durchgespielt habe. Und das nicht mal zu 200%. Der zweite Durchgang wird so schwer. So, das erste, wo mit Zeit geht, also ich muss mich beeilen. Hier darf man nicht zur Seite drücken, wie man es gewohnt ist eigentlich, sondern immer nur nach oben. Und wenn man nicht alles eingesammelt hat, dann hat man das Bonuslevel quasi nicht geschafft. Und das ist gar nicht mal so leicht, also man kann es schon verkacken. Seht ihr, es wird ganz knapp. Ja komm. Die Zeit ist angehalten, gut. Das wäre es knapp geworden. Komm, die will ich noch haben. Gut. Die Musik, die kennt man aus dem ersten Teil, also kommt euch bestimmt bekannt vor. So viele Herzchen. Aber ich habe gar nichts gesagt zu Diddys neuer Fähigkeit. Der kann jetzt mit diesem Ding hier ein bisschen schweben. Und wenn Donkey nicht dabei ist, also der zweite Player ist, kann er glaube ich noch mehr fliegen, weil er dann ja leichter ist. Na, da muss ich pusten. Es ist ganz witzig, dass sie da neue Fähigkeiten eingeführt haben und diese alte Fähigkeit nochmal eingeführt haben, die noch viel besser geworden ist. Sieht viel cooler aus. Und immer auf die armen Vögel, die sind doch nur hypnotisiert. Eigentlich möchte ich die doch kaputt machen. Ja, und dann noch ein bisschen rollen. Das kann man auch viel cooler machen als in den vorigen Teilen. Weil man durchgehend rollen kann und alles niederwalzen kann. Tschüss. So, das Level dürfte auch gleich. Oh, der ist rot. Gleich vorbei sein. Der ist auch rot. Und der ist am rötesten. So. Hier noch? Nein, ich hätte nicht. Ah, ich dachte schon, ich habe so ein Viech gebraucht. Ich würde gerne gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich wusste es doch. Ich denke, meinem ersten Level werde ich noch leicht alles finden. Das ist normalerweise ganz auf dem Weg liegend meistens dann. Ah, das geht. Ein Puzzleteil fehlt mir noch. Das hier irgendwo in den Bäumen. Kriege ich das nicht? Das wäre doof. Ich frage mich, ob ich die alle neu einsammeln muss, wenn ich wieder reingehe. Ah, gut, dann ist mir das jetzt eh erst egal. Schön, was nehmen wir denn da? Boah, ich glaube, das kann ich mir gar nicht. Die DK-Münze, ist das die DK-Münze? Die kommt nach... Boah, das ist so schnell. Nach der Münze. Nach der Münze. Ja, das kriege ich nicht. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal mit der Wiimote rumfuchtelt, dann kriegt man noch mehr Punkte irgendwie. Naja, egal. So gesehen habe ich alles geschafft. Ich glaube, die DK-Münze gibt auch nur irgendwie ein Leben noch. Das braucht man nicht unbedingt. Red Tree oder Red Fry. Dann kann man nochmal angucken, wie man es gespielt hat. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen zurück in den Jungle. Und wir haben gerade mal ein Level geschafft in einer Viertelstunde. Naja, der Vorsprung war auch noch dabei. Aber ihr seht, das wird ein langes Projekt. Aber ich freue mich sehr darauf. Jungle Hitching hieß das übrigens. Im nächsten Video dann King of Kling. Immer diese Wortspiele, das kennen wir von der Donkey Kong Country Reihe. Ah, okay, da links oben sehe ich, was ich geholt habe. Dann fehlt mir doch diese DK-Münze noch. Ich weiß nicht, wie ich da besser abtimen kann. Das kam mir gerade sehr schwer vor mit der Pflanze da beim Hüpfen.
am Ende bei dem Fass. Und wie sich alles bewegt. Guckt euch das mal an, das Haus, die Statuen. Alles tanzt zur Musik. Die Palmen. Na gut. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, mein Name ist Sam und ciao, ciao.